So, willkommen zurück zu Portal 2. So, jetzt haben wir. Jetzt habe ich das ja einigermaßen. Ich hoffe mal, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, dass das mit den Geschütztürmen was zu tun hat, das war mir ja schon klar. Aber ich muss diesen Leitstrahl umleiten, während die Flüssigkeit drin ist. Also, es ist ja komplizierter als angenommen. So, wir müssen jetzt erstmal hier versuchen, dass wir hier eine Fläche kriegen. Das heißt, ich muss das jetzt mal hier reinlassen. So. Einmal. Dann in den Lichtstrahl. Was kommt denn daher? So, und jetzt müssen wir nämlich hier. Geht der ganze Kram wieder zurück. Das ist alles kein Ding. So, sobald es hier oben ist, müssen wir sehen, dass wir den Strahl hier rüber kriegen. So, und jetzt müssen wir wieder zurück. So, und jetzt kommt das nämlich hier hinten raus. Bevor die da sind, lassen wir es runter. So, wir haben aber noch ein Geschützturm da. Das heißt, wir müssen nochmal rüber. Einmal müssen wir rüber. Und müssen den dann auch noch erledigen. Sonst haben wir nämlich ein Problem, um den Schalter zu aktivieren. Es ist echt Hammer gerade. Also wir müssen so viel wie möglich an Masse rüberbekommen. So, wir kriegen, glaube ich, alles rüber. Der fliegt auch noch weg. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, den Schalter zu drücken. So, die Fläche brauchen wir jetzt. Jetzt bleibt uns noch die Möglichkeit. Ja, wir müssen uns bis hierhin an die Decke laufen lassen. Dann. Oh, du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Ja. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Naja, ich weiß nicht, aber ich kann es mir denken. Manchmal ist das Einfache, das Schwere doch so einfach. So, nächste Testkammer. Bin echt nur gespannt, was jetzt noch alles kommen wird. Es wird immer schwerer. Und ich werde immer ratloser. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Naja. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Okay, das könnte eventuell doch einfach sein. Ich hoffe mal. Überraschung! Ach, schon. Okay, das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszeit idiotische, undurchführbare Pläne sind, war das eine gute Falle. Ja, das war nicht. Ich hab's sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausbruch an menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Ah! Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um.
Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden, bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber du weißt ja, gut Ding will Weile haben. Oh, und gib dir keine Mühe, mit Portalen entkommen zu wollen. Das klappt nicht. Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Wo stehst du? Komm zurück! Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Leck mich. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Leck mich. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Jetzt? Ich stehe auf dem Schlauch. Das bringt mich halt da hin bei dem Feuer. Wir bringen das gerade nichts. Ich weiß, dass ich jetzt gerade wieder zurückgehe. Ich muss erstmal sehen, wie ich jetzt hier weiterkomme. Ich stehe auf einen Vorsprung, aber komme nicht weiter. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich darüber komme. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Boah, Alter. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Gut. Langsam. Wir machen jetzt mal ganz kurz Folgendes. Wir speichern kurz ab. Und ich traue dem Ganzen nicht. Wenn ich jetzt irgendwie einen Fehler mache, habe ich ein Problem. Ja, genau, das habe ich nämlich gemeint. Triss das Portal nicht aus der Ferne. Weil wir nicht über die Zäune springen können, haben wir jetzt ein großes Problem. Ja.
was einfallen lassen. Ich weiß, dass das jetzt gleich ganz schön dämlich ist, was ich jetzt vorhabe. Aber ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Irgendwie muss ich das machen. Es ist dämlich, ich weiß. Und wir werden gleich wieder versagen. Ja, zweimal denselben Versuch, aber... wir müssen auch irgendwie darüber kommen. Der Typ hat uns ja nicht umsonst da irgendwas kaputt gemacht. Ich frage mich, wie ich da jetzt rüberkommen soll. Springen ist keine Möglichkeit. Das geht nicht. Nicht rüber, dafür ist es hier alles zu weit weg. Sehr, sehr verschachtelt hier. Also ihr seht ja, wie weit springen wird. Es wird nichts bringen, rüber zu springen. Weiter runtersetzt. Nee, das bringt alles nichts. Wir rutschen dran drüber. Es muss eine Möglichkeit geben, da rüber zu kommen, ohne dass wir die Portale benutzen. Es wird so nichts. Hier werden wir jetzt echt keinen Blumentopf gewinnen. Zurück. Keine Chance. Ich hatte das in dem Rahmen, hatte ich nicht gesehen. Gut. Ich hatte den weißen Rahmen jetzt nicht gesehen und ja. Denkt euch euren Teil. Das
richtig. Geil nochmal. Ich bin schon fast da. Beachte mich gar nicht. Einfach weiterfliegen. Wie ich jetzt bitte weiterkommen soll. Ich kann zwar ein Portal setzen, aber ich komme jetzt einfach nicht hoch. Wie soll das jetzt funktionieren? Was haben wir da? Okay. Ha, Todesfalle! Bringen Sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Würde ich mir so denken. Momentan peilen Sie mich nur an. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem Fuß auf. Ich würd's dir sagen, wenn ich tot wäre. Ist eine Frage der Höflichkeit, des zivilisierten Miteinanders. Darum würdest du's mir bitte sagen? Ich bin nicht tot. Okay. Flog denn gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Okay. So hätte das jetzt nicht funktioniert. Gut zu wissen. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Scheiß Ernst? An einer bestimmten Stelle sehen sie uns nicht. Ich krieg die auch nicht wegtransportiert gerade. Muss ich ja rüber jetzt.